Der Herzinfarkt wird ausgelöst durch den akuten Verschluss eines Herzkranzgefäßes, der dann in der Folge zum Herzinfarkt und zum lebensbedrohlichen Krankheitsbild führt. Für den Patienten macht sich das bemerkbar durch abrupt, akut einsetzende, starke Brustschmerzen, die sich in der Regel über die ganze Brust ausbreiten. Es gibt aber auch Fälle, in denen man lediglich Schmerzen hinter dem Brustbein verspürt, Schmerzen im Rücken, zwischen den Schulterblättern oder in der Magengegend. In aller Regel strahlen die Schmerzen aber auch weiter über den Brustkorb aus, in den Halsbereich, in den Armbereich. Das sind die typischen Anzeichen, wie sie von den meisten Patienten beschrieben werden. Typischerweise handelt es sich hier um flächige Schmerzen, großflächige Schmerzen. Ein einzelner Schmerz, punktförmig, spitz, stechend, ist in der Regel nicht vereinbar mit einem Herzinfarkt. Das sind wirklich massive, großflächige Schmerzen, ein Brennen, ein Gefühl, als drückt einem jemand die Kehle zu, als steht einem förmlich ein hohes Gewicht auf der Brust. Das ist sicher typisch für den akuten Herzinfarkt. In der Regel geht man davon aus, dass die Schmerzen relativ akut einsetzen, mehr als 5 Minuten andauern. Das ist sicherlich ein Zeitraum, in dem hier höchste Eile geboten ist. Bei den Beschwerden muss man an einen Herzinfarkt denken und dann entsprechend handeln. Beim akuten Herzinfarkt ist es wichtig, dass frühzeitig Hilfe in Anspruch genommen wird. Beim akuten Verschluss eines Herzkranzgefäßes wird der Herzmuskel nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und jede Minute zählt. In jeder Minute Herzmuskelgewebe abstirbt. Je schneller wir diesen Zustand beheben können, je schneller der Patient in die Klinik kommt, je schneller wir mittels Herzkatheter dieses verschlossene Herzkranzgefäß eröffnen können, desto mehr Muskel kann gerettet werden und desto günstiger ist die Prognose des Patienten mit Herzinfarkt in der Folge. Ganz wichtig beim akuten Herzinfarkt oder auch nur beim Verdacht auf einen Infarkt, was ich den Patienten mitgeben möchte, niemals selbst Hilfe suchen, niemals selbst in die Klinik fahren. Es kann passieren, dass unterwegs bösartige Rhythmusstörungen auftreten, dass ein Kreislaufversagen eintritt. Der Patient wird innerhalb von Sekunden bewusstlos, gefährdet sich und andere auf dem Weg in die Klinik. Insofern die dringende Bitte: bei jedem Verdacht oder bei jedem Herzinfarkt nehmen Sie Hilfe in Anspruch.